Möchten Sie Dateien zwischen FTP-Servern, PC-Ordnern, mobilen Android-Geräten und Remote-PCs verschieben? Möchten Sie Ihre Dateiübertragungen automatisieren? Suchen Sie nach Aktionsregeln, die festlegen, wie genau Sie Dateien verschieben möchten, mit hunderten einfach zu wählenden Bedingungen. Dann benötigen Sie den Auto-FTP-Manager, einen erweiterten FTP-Client, um Ihre Dateiübertragungen zu automatisieren. Nun wollen wir sehen, wie man eine Verbindung aufbaut. Wählen Sie neues Verbindungsprofil erstellen. Wählen Sie die Art der Übertragung, die Sie durchführen möchten. Sie können Dateien zwischen einer beliebigen Kombination von FTP-Servern, PC-Ordnern, mobilen Android-Geräten und Remote-PCs übertragen. Wählen Sie als nächstes den Verbindungsprofiltyp aus. Mit dem Schnellverbindungsprofil können Sie die Übertragung manuell steuern. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie ein Schnellverbindungsprofil erstellen. Geben Sie die erforderlichen Details zum Erstellen einer neuen Verbindung ein. Nun öffnen wir eine Verbindung für dieses Profil. Jetzt können Sie Dateien manuell auswählen und übertragen. Wählen Sie einfach die Dateien aus und klicken Sie dann auf den Pfeil, um die Richtung für die Übertragung anzugeben. Sie können Dateien auch per Drag and Drop im Dateimanager übertragen. Sie können zwei Ordner mit der Vergleichen-Schaltfläche vergleichen. Dadurch werden die Dateien und Ordner hervorgehoben, die sich nicht auf beiden Seiten des Dateimanagers befinden. Wählen Sie nun die Richtung aus, die Sie übertragen möchten. Wenn Sie Ihren Übertragungsprozess automatisieren möchten, können Sie automatische Übertragungsregeln hinzufügen. Mit dem automatisierten Profil erhalten Sie Aktionsregeln, mit denen Sie den Dateiübertragungsprozess automatisieren können. Geben Sie die Profildetails wie beim Erstellen eines Schnellverbindungsprofils ein. Sie können zusätzliche Aktionen hinzufügen, z.B. Zeitpläne, Filter, Konfliktlösung und vieles mehr. Hier haben Sie jede mögliche Kombination von Transfer. Beispielsweise können Sie nach Abschluss einer Dateiübertragung einen Ordner aus Ihrer Quelle oder Ihrem Ziel löschen oder verschieben. Sie können auch zwei Ordner automatisch synchronisieren. Wenn die Datei bereits im Ziel vorhanden ist, liegt ein Konflikt vor. Auto-FTP-Manager bietet eine Möglichkeit, diesen Konflikt mithilfe der Konfliktlösungsregeln auf einfache Weise zu lösen. Sie können das Datum und die Uhrzeit anhängen oder die Dateien basierend auf diesen verschiedenen Bedingungen überschreiben. Sie können die Filter verwenden, um bestimmte Dateien oder Ordner je nach Änderungsdatum, Dateigröße, Dateiname und Dateityp von der Übertragung auszuschließen. Sie können auch eine automatisierte Übertragung zum angegebenen Zeitpunkt einplanen. Automatisierte Übertragungen können einmal täglich, wöchentlich, monatlich, beim Start der Anwendung oder beim Ordnerwechsel ausgeführt werden. Sie können einen bestimmten Ordner auf Änderungen überprüfen. Wenn beispielsweise die neuen Dateien erstellt oder die vorhandenen Dateien geändert wurden, wird der Zeitplan aufgerufen. Mit Auto-FTP-Manager können Sie Übertragungsberichte für bestimmte Ereignisse erstellen. Sie können den Übertragungsbericht auf einem PC, einem Netzlaufwerk oder einem FTP-Server speichern oder als E-Mail versenden. Laden Sie diesen Advanced FTP-Client herunter und verwenden Sie ihn zur Automatisierung Ihrer Dateiübertragungen. Laden Sie es jetzt von unserer DiskShare-Website herunter und entdecken Sie die Vorteile des Auto-FTP-Managers.